Die Kunstsammlung Chemnitz überraschen in den letzten Jahren immer wieder mit spektakulären Ausstellungen. Der Chefin Ingrid Mössinger gelang es, Picasso und seine Frauen zu zeigen, später Munk und Kirchner schauen. Und nicht zuletzt, der legendäre Musiker Bob Dylan ließ seine Aquarelle weltweit das erste Mal in Chemnitz präsentieren. Jetzt gelang Mössinger ein neuer Kunstclou, eine weitere Premiere. Der Maler Neo Rauch und seine Frau, die Malerin Rosa Loy, stellen erstmals in Deutschland gemeinsam aus. Paul Pietras hat die Bilder gesehen und bekam Gelegenheit zu einem Interview mit dem sonst eher zurückhaltenden Künstlerpaar. Es sieht aus wie ein Bild von Neo Rauch. Aber es hängt in einem Gemälde von Rosa Loy, seiner Frau. Sie malt seit Jahrzehnten an seiner Seite, nicht ganz so weltberühmt wie ihr Mann, aber genauso rätselhaft. Nun stellen Rosa Loy und Neo Rauch erstmals gemeinsam in Deutschland aus. Die Kunstsammlungen Chemnitz zeigen, wie sehr sie sich in 27 Ehejahren beeinflusst haben. In Rosa Loys Bildern sind Farben und Figuren aufgetaucht, die an Neo Rauch erinnern. Auch das passiert, wenn man in benachbarten Ateliers arbeitet. Malerei ist ja auch ein richtiges Handwerk. Das ist ein Handwerk. Das ist wie wenn sich zwei, Chirurgen unterhalten, wie sie ihre Operation an dem Tag durchgeführt haben oder wie man was am besten macht, wie man eine Naht vernäht. Das geht wirklich um Handwerk dabei. Die Handschrift von Neo Rauch ist dabei sanfter geworden. Er sagt, die rosa Welt habe auf ihn übergegriffen. Im Zentrum steht nun eine Frau. Sie entscheidet. Er verbeugt sich und reicht eine Pflanze. Der Mann im Malerkittel, Neo Rauch. Früher hat er härter gemalt, immer wieder auch sich selbst, der Mann als geschundene Kreatur. Diese Bilder haben Rauch reich gemacht. Nun sagt er, seine Frau habe ihn geheilt und vielleicht auch gezähmt. Ein höheres Maß an Friedfertigkeit, ein Ausbremsen gewalttätiger Hintergrundaspekte bricht sich in meinem Schaffen Bahn. Und das ist wahrscheinlich auf sie, auf ihre Einflüsterungen und Zuraunungen verbaler, aber auch bildhafter Natur zurückzuführen. Oh ja, ich habe immer mal Kritik an so dicken Knien eingebracht und die sind alle schlanker geworden. Also die Frauen sind durchaus attraktiver geworden und sinnlicher. So viel zum Thema Zähmung. Ja. Sinnlicherer Aspekt. Ironie und schlanke Knie. Mit beiden hat Rosa ihren Neo wohl beschenkt. Den Welterfolg hat sie ihm nie geneidet und fröhlich weitergemalt, mit der Geduld einer starken Frau. Die Doppelausstellung in Chemnitz erzählt auch die Kunstgeschichte einer großen Liebe.